Yo Leute, was geht? Alter, was ist mit mir los? Heute gibt's noch ein neues Video, Leute, und zwar auf dem Kanal Weise Eule. Schauen uns an 10 Freizeitparks, die nie fertiggestellt wurden. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn man einen Freizeitpark baut und es irgendwas schief läuft, dass man diesen niemals aufgebaut hat. Wir werden es auf jeden Fall zusammen erfahren. Lasst einen Daumen nach oben, dann vergesst nicht zu abonnieren. Wir starten. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Jeder besucht gerne einen Vergnügungspark. Aber einige Freizeitparks waren zu ehrgeizig, kosteten am Ende... Alter, YouTube, was macht ihr? Warum macht ihr mal 360p? ...zu viel Geld oder die Menschen hatten Einwände dagegen. Außerdem dauert es Jahrzehnte, einen Themenpark wie Disneyland zu bauen. Ja, das stimmt. Heute zeigen wir euch 10 Themenparks, die nie fertiggestellt wurden. Okay. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ich bin so gespannt, ich bin echt gespannt. Von Anfang an war geplant, dass der Wonderland Amusement Park der größte Freizeitpark in China werden soll. Lass mich raten, das Ganze ist bestimmt eine Kopie auf das Disneyland oder Disney World oder so, wegen diesen blauen Dächern. Die Türme haben immer blau, ne? Die Idee dahinter war Disneyland... Ja. Ich glaube, da gab es rechtliche Schwierigkeiten, oder? ...zu übertreffen. Der Wonderland Amusement Park erstreckte sich über eine Fläche von 120 Hektar im Bezirk Changping, nur 20 Minuten von Peking entfernt. Doch 1998 wurden die Bauarbeiten ohne Vorankündigung eingestellt. Echt? Der Park war fast fertig und viele Menschen konnten es kaum erwarten, ihn zu besuchen. Es gab alle möglichen von Disneyland inspirierten Attraktionen, darunter ein... Inspiriert. Inspiriert. Alter, ich glaube, dass... Das Wort Inspiration kann man als Vorwand für Kopien nutzen. Das ist ja schon krass. Also, aber er sagt, der Park war fast fertig. Wie ist es überhaupt mit der Planung möglich gewesen, dass man überhaupt anfängt, ihn zu bauen? Jetzt kommt's aber, was hat den gestoppt? Ein riesiges Schloss in der Mitte. Doch leider machten Gerüchte die Runde, dass der Park in Geldnöten steckte. Das war einer der Gründe, warum der Park nie fertiggestellt wurde. Aber nach Aussage der Mitarbeiter soll es dort auch von Geistern wimmeln. Es hieß, der Wonderland Amusement Park sei versehentlich auf einem Massengrab errichtet worden. Der unvollendete Park steht heute noch, aber er wurde vollständig von der Natur übernommen. Boah. Ey, ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? Ihr habt so viele Teile der Architektur gebaut. Und auch bis heute, finde ich, hält sich die ganz gut. Also ich finde, die Dächer und so mit den Ziegeln, das sieht echt schön aus. Ah, ja, was ist schiefgelaufen? Wie gesagt, Gerüchte. Ja, okay, ich glaube mal eher, es ist mehr Urheberrecht gewesen. Ich glaube halt wirklich, Disney hat da mehr Einwände gesagt und so, ey, macht nicht den hier, sonst machen wir ganz, ganz dicke Klage. Und die haben dann auch gesagt, ey, aber haltet es geheim, weil nicht, dass wir dann der Buhmann sind, dass euer schöner Park nicht gebaut wird. Und wir haben ja auch viele Fans in China. Und ich glaube, deswegen wurde es einfach nie veröffentlicht, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck kriegt, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Aber dann hätten sie ja vielleicht andere Änderungen machen können. Aber wer weiß ja nicht, was... Ich sehe noch keine Attraktion, wir haben nur die Gebäude gesehen. Landwirte nutzen das Gelände jetzt für die Viehzucht und den Anbau von Feldfrüchten. Nummer 9. Immerhin ein Anwendungszweck. Einer der größten Flops von Disney ist Disneys Westcott. Dieser Park sollte eine andere Richtung einschlagen als das magische Magic Kingdom, in dem Mickey und seine Freunde die Bewohner waren. Disneys Westcott war kein kleiner Park, der Bau verschlang mehrere Milliarden Dollar. Allein im ersten Jahr kostete er 1,2 Milliarden Dollar, was nur 8% des gesamten Parks entsprach. Der Themenpark sollte als Weltausstellung dienen und euch zeigen, wie die Zukunft aussehen wird. Doch der Schritt in die Zukunft war teurer als ursprünglich kalkuliert. Attraktionen wie ein riesiges Raumschiff, Exponate, Übernachtungsmöglichkeiten und andere ehrgeizige Ideen hätten Disney weitere Milliarden Dollar gekostet. Dafür war leider nie genug Geld vorhanden und so wurde der Park nie fertiggestellt. Schade, ne? Also wirklich, wirklich schade. Also, das sah schon heftig aus, wenn der wirklich fertiggestellt worden wäre. Wo war das denn? In Las Vegas, meine ich, oder? Da war ja dieser Fake-Eiffelturm. Das war, glaube ich, Las Vegas. Nummer 8. Natürlich klingt die Idee eines Six Flags in Dubai großartig. Leider wurde der Six Flags Themenpark in Dubai nie offiziell eröffnet. Die Idee war, ihn direkt neben den Dubai Parks and Resorts entstehen zu lassen. Die erwarteten Kosten? Erstaunliche 2,6 Milliarden Dollar. Boah. Six Flags Dubai sollte sich an alle Altersgruppen richten und war in 6 verschiedene Themenbereiche unterteilt. Thrill Seeker Plaza, Magic Mountain, Fiesta Texas, Great Escape, Great Adventure und Great America. Heftig, ne?
So viele Themengebiete mit unterschiedlichen Kontinenten. Aber das Konzept haben wir, Leute, das haben wir schon alle. Phantasialand, hier. Phantasialand. Wirklich wunderschöner Park. Ist natürlich nicht so groß wie vielleicht Heidepark oder so. Aber man muss es lassen. Auf dieser kleinen Fläche haben die es geschafft, sich in eine Welt einzuschlingen, wo du wirklich glaubst, du bist wirklich in dieser Zeitepoche. Du bist jetzt auf diesem Kontinent, du bist jetzt in dieser Welt. Die Musik, die Atmosphäre, die Kulisse, nichts davon sieht aus wie ein Freizeitpark. Und ich finde, Freizeitparks klingen nicht immer positiv. Ihr kennt es, Leute. Vielleicht ist eure Definition von einem Freizeitpark, dass ihr einfach auf eine Achterbahn geht oder einfach mal schön ja auf eine Schaukel oder so etwas, so eine Schiffsschaukel oder wie auch immer. Ich gehe nie auf eine Schiffsschaukel. Ich mag die Dinger nicht, wirklich nicht. Oder eine Achterbahn und ne, Geisterhaus, dies und das. Ich finde, für mich sind Freizeitparks so eine Themenwelt, wo du wirklich, wenn du da drinne bist, nichts siehst, was mit Straßen zu tun hat, wo du wirklich keine Autos siehst, wo du denkst, das ist jetzt eine Magic World und das hat Phantasialand in meinen Augen hingekriegt, muss ich echt sagen, ich war noch nie in diesem Burbook, diese Industrialisierungszeitalter, die neue Themenwelt, die jetzt gebaut wurde mit dieser Fliegenachterbahn. Da war ich noch nicht drauf, aber alle anderen Bereiche sind super cool. Wirklich richtig, richtig geil. Geplant waren außerdem insgesamt 6 unglaubliche Achterbahnen. 4 Achterbahnen in der Luft und eine 340 Meter hohe Attraktion. Und das muss ich ganz kurz nochmal sagen, bevor wir weiterschauen. Ich finde das halt wirklich, viele Freizeitparks haben keine Seele. Also ich sage jetzt nicht die anderen Parks, wo ich auch nicht war. So. Aber ich meine, vielleicht kriegt ihr nicht das gleiche Gefühl, was ich hatte, wenn ich in einem Phantasialand war oder vielleicht auch in einem einen oder anderen Park in den Niederlanden. Wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist jetzt gerade nicht hier und da. Ne, und wenn ihr dann einen Park seht und ihr geht auf eine Achterbahn und dann könnt ihr sehen, oho, guck mal hier, da ist Düsseldorf, guck mal hier, da ist die Stadt, da ist die Autobahn. Ich finde, das reißt einen so richtig aus der Welt raus, vor allem, wenn du auf einer Achterbahn ganz oben bist. Wenn du darüber hinaus irgendwas siehst, was nicht mit dem Park zu tun hat, dann reißt es einen so ein bisschen aus der Atmosphäre raus. Und dann gibt es sehr, sehr viele Parks auch in Dubai, wo einfach nur Sand und Wüste ist. Nicht mal irgendwas. Da gibt es Achterbahnen, die sind super heftig, geile Achterbahnen. Aber die haben keine Kulisse, weder irgendwelche Dekorationen noch Gebirge oder sowas gebaut. Alles sieht einfach flach aus und langweilig. Die Achterbahn ist cool, aber sie ist nur cool, richtig, richtig cool, wenn sie auch gute Atmosphäre hat. Laut einer Erklärung des Freizeitparks aus dem Jahr 2016 sollte hier auch die größte Achterbahn der Welt entstehen. Der Bau wurde jedoch nach einiger Zeit gestoppt und das Unternehmen beschloss, den Freizeitpark nie fertigzustellen. Könnt ihr euch die Einnahmen vorstellen, die Six Flags Dubai generiert hätte? Nummer 7. Bestimmt einige. Ihr habt wahrscheinlich schon mal von Garfield, der Katze, gehört. Aber wie wäre es mit einem Themenpark, der Garfield zum Thema hat? Viele Leute hätten das wahrscheinlich geliebt. Der Garfield-Themenpark sollte in den 1990er Jahren gebaut werden und der gesamte Themenpark sollte 5... Er hat eine Go-Kart-Bahn. Also, ich wäre reingegangen. Eine Go-Kart-Bahn? Achterbahn hier, Mini-Mini-irgendwas Achterbahn, dann hier noch eine Achterbahn, das ist eine Wasserbahn, hier hätten sie dann noch eine Art Achterbahn gemacht, ein riesiges Zugsystem, wo du durch den ganzen Park fahren kannst, dann haben die hier Wasserrutschen, noch mehr Waterpark, okay, das sieht mir wirklich jetzt eher mehr nach Wasserrutschen aus, dass man hier wirklich abgesperrten Bereich noch einen zusätzlichen Wasserpark hat, hier riesen Achterbahn, Super Speed. Ja, okay. Ja, sieht ganz cool aus, ne? 130 Hektar groß sein. Für diese Pläne wurden über 120 Millionen Dollar bereitgestellt. Das ist so wenig. Es soll Teil von Entertainment City sein, einem Komplex der Hotels, Golfplätze und einen Wasserpark umfassen. Das ist viel zu wenig. Der Garfield-Themenpark hätte auch mehrere Wasserbahnen und Achterbahnen enthalten sollen. Einem nahegelegenen Vergnügungspark gefiel diese Idee jedoch nicht und er sorgte dafür, dass der Bau des Garfield-Theme-Park nicht fortgesetzt werden konnte. Nach mehreren Gerichtsverfahren wurde das Projekt im Jahr 2002 endgültig eingestellt. Schade. Nummer 6. Sehr schade. Der Bau von Space City USA begann 1964 und er war nicht von dieser Welt. Die Idee entstand zu einer Zeit, als die Raumfahrt sehr populär wurde. Sie hatten die Idee, 5 Millionen Dollar von verschiedenen Investoren zu sammeln.
Der Themenpark wurde von Disneyland inspiriert und die Medien waren von der Idee begeistert. Disney World war damals noch nicht so groß wie heute und sie dachten, sie könnten mit Space City eine große Konkurrenz schaffen. Das wäre Hammer. Space City hätte ein mondähnliches Restaurant in Form eines Pilzes gehabt. Es hätte eine fliegende Untertasse, einen Vulkan und Zeitmaschinen gegeben. Mit diesen Zeitmaschinen hätte man durch verschiedene Themenbereiche mit Dinosauriern und einem Bereich, der wie der Mond aussah, fahren können. Leider ist nicht bekannt, warum der Themenpark nie verwirklicht wurde, aber auch hier waren es wahrscheinlich Geldprobleme. Nummer 5. Ja, also ich finde das auch, Freizeitparks sind ein Riesenrisiko. Also du musst ja damit rechnen, dass du Besucherzahlen kriegst. Und es könnte auch unerwartete Ausfälle sein. Stell dich vor, irgendeine Achterbahn fällt irgendwas aus und ja, das sorgt mal für eine Panik und die Leute kommen nicht mehr rein, weil sie Angst haben, dass die Achterbahn nicht funktionieren. Und da, ja, ist, und ich habe auch irgendwie mitbekommen in Zeiten des Lockdowns, dass, ich glaube, warum sage ich so oft Phantasialand so? Ich habe gehört halt, dass viele Freizeitparks auf der Kippe standen, wegen, dass sie keine Einnahmen hatten, weil es war ja zu. Es war ja komplett zu, man konnte nicht rein. Und ja, die haben es irgendwie geschafft. Fragt mich nicht wie. In den frühen 1990er Jahren hatte der Eigentümer von Blockbuster Video eine Idee, die eine enorme Summe kostete. Er wollte einen Themenpark mit Sportstätten errichten und die Themen waren für 18- bis 45-Jährige gedacht. Alles sollte mit technischen Attraktionen ausgestattet sein. Es waren die technischen Details, die das Projekt letztendlich zum Scheitern brachten. Blockbuster Video hatte mehr als 30 Millionen Dollar investiert und es war nicht nur der Bau, der finanziert werden musste. Es ging auch darum, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Es stellte sich heraus, dass der gewählte Standort in einem Naturschutzgebiet in der Nähe der Everglades war. Das ist, und die dort lebenden Menschen waren gegen das Projekt. So floppte die Idee und Blockbuster musste sie an ein Unternehmen namens Viacom verkaufen, das schließlich beschloss, das Projekt fallen zu lassen. Dies war jedoch nicht der erste Fehler von Blockbuster, denn in früheren Jahren hatte das Unternehmen die Möglichkeit, Netflix zu kaufen. Aber sie glaubten nicht an die Digitalisierung von Filmen und Serien. Heute gibt es Blockbuster nicht mehr. Tja, siehste, gibt halt Unternehmen, die sind in der Vergangenheit gefangen und werden aussortiert. Nummer 4. Disney's America war ein historischer Themenpark, der in den Hügeln außerhalb von Haymarket in Washington D.C. gebaut wurde. Disney's America hätte eine Fläche von 3000 Hektar mit 9 Themenbereichen umfassen sollen, von denen sich jeder auf eine Periode der amerikanischen Geschichte unter Verwendung von VR-Technologien konzentrierte. Ein Bereich hätte sich zum Beispiel auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs konzentriert. In einem anderen Bereich wäre eine Farm aus dem 20. Jahrhundert zu sehen gewesen. Und in anderen Bereichen wären Fabriken aus der Zeit der industriellen Revolution gezeigt worden. Es sollte das größte und einzigartigste Projekt werden, das Disney je durchgeführt hat. Als die Idee bekannt gegeben wurde, erntete Disney jedoch heftige Kritik und Kontroversen. In einem der Teile sollten kontroverse Themen behandelt werden, wie etwa die beunruhigendsten Aspekte der amerikanischen Geschichte. Das Projekt, das 600 Millionen Dollar gekostet hatte, wurde als zu unsensibel bezeichnet und Disney beschloss, es zurückzuziehen. Nummer 3. Ja. Die amerikanische Stadt Miami hatte einst ehrgeizige Pläne zum Bau eines Themenparks namens Miami Interama. Der Themenpark blieb jedoch mehrere Jahrzehnte lang in Entwicklung und schließlich wurde beschlossen, ihn nie zu bauen. Alles, was davon übrig geblieben ist, sind die Zeichnungen des Themenparks. Miami Interama hatte weltberühmte Designer wie Hugh Ferris, Marcel Breuer und Louis Kahn angezogen. Der Themenpark sollte eine einzige große Ausstellung sein, in der die Kultur, die Regierung und die Kunst Mittelamerikas, Afrikas und Europas gezeigt werden sollte. Leider war das Unternehmen für ein Projekt dieser Größenordnung nicht bereit, sodass Interama aufgegeben wurde. Nummer 2. Wäre halt schon schön gewesen, ja. Ihr habt wahrscheinlich schon von der Katastrophe von Tschernobyl und der Geisterstadt gehört, die sie hinterlassen hat. Kurz vor dieser Katastrophe wurde in Pripyat ein Vergnügungspark gebaut. Er sollte 1986 den Tag der Arbeit feiern und die 50.000 Einwohner und Besucher überraschen. Leider war der Vergnügungspark nur einen Tag lang eröffnet. Boah, einen Tag. Gut, passt jetzt nicht ins Titel rein, in den Titel 10 Freizeitparks, die nie fertiggestellt wurden, wenn er einmal schon offen war. Aber ich sag's mal so, einen Tag nur. So viel Investment. Am 27. April 1986. Die einzigen, die die Fahrgeschäfte ausprobierten, waren diejenigen, die bei der Evakuierung der Menschen halfen. Einen Tag später wurde er für immer geschlossen. Dies ist auch der einzige Park auf dieser Liste, der nicht fertiggestellt wurde, weil es Finanzierungsprobleme gab oder weil die Menschen Einspruch erhoben.
sondern weil er wegen der Strahlung buchstäblich zu gefährlich war. Heute kann man das Riesenrad und die Autoscooter noch sehen. Diese Attraktionen erinnern die Menschen heute daran, wie schlimm die Katastrophe von Tschernobyl war. Nummer 1. Krass. Am 23. Oktober 2003 gab Dubai bekannt, dass es einen riesigen Themenpark namens Dubailand bauen wollte, der doppelt so groß wie das Walt Disney World Resort in Florida sein sollte. Dubai war im Begriff, den größten Themen-Darkpark der Welt zu bauen, der sich über fast 3 Milliarden Quadratmeter erstrecken sollte. 3 Milliarden? 3 Milliarden? Oh, Quadratmeter, aber wie viele Quadratkilometer sind das? Allein die Infrastruktur hätte 64 Millionen Dollar gekostet. Dubailand sollte die Heimat von insgesamt 45 Megaprojekten und mehr als 200 weiteren Projekten mit den ehrgeizigsten Attraktionen aller Zeiten werden. Dubailand sollte in 4 Phasen gebaut werden, die jeweils 5 Jahre dauern sollten. Doch was geschah? Ein Projekt dieser Größenordnung hatte nach der Finanzkrise 2008 große Geldprobleme. So wurde beschlossen, das Megaprojekt zu streichen. Welchen Freizeitpark hättest du gerne besucht? Lasst es unter den Kommentaren wissen. Boah, heftig, Leute. Heftige Sachen gibt's da. Also vor allem, da sind auch einige Disney-Sachen gewesen. Aber ja, Leute, ja, deswegen schreibt mir jetzt mal gerne in die Kommentare, welcher Freizeitpark ist euer Favorit, der offen hat. Nicht der nicht offen hat, sondern welchen fandet ihr am coolsten? Oder habt ihr einen in Erinnerung, wo ihr früher wart und der jetzt leider geschlossen werden musste? Schreibt's in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst den Kanal nicht gerne kostenlos zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.